Also dann, Teilnehmer, auf die Plätze, fertig, los! Gib Gas! Jetzt geht's los! Tiere, kommt, kommt vom Berg, kommt aus dem Tal, ganz egal, ob ihr nun fliegt oder schwimmt, kommt alle mit! Schließt euch an in großer Zahl, alle Tiere helfen bestimmt. Gebt Gas! Tiere kommt! Oh yeah! Gebt Gas! Gebt Gas! Ich sage, gebt Gas! Gebt Gas! Es wird Zeit, dass der listige Gepard sich die listigste List aller Zeiten ausdenkt. Diesmal brauche ich eine super einschläfernde Schlafliedmaschine. Die Musik von meiner Schlafliedmaschine wird die anderen Rennfahrer sofort in einen Tiefschlaf versetzen. Wo kommt denn diese Musik her? Ich weiß nicht, aber irgendwie fühle ich mich plötzlich so unheimlich schläfrig. Ich mich auch. Ich glaube, ich mache auch ein Nickerchen. Blaze, pass auf! Frostfleck, die Musik von Crushers Schlafliedmaschine versetzt alle unsere Freunde in einen Tiefschlaf. Wir können unsere Freunde nur aufwecken, wenn wir ein Geräusch machen, das lauter ist als Crushers Maschine. Augenblick mal! Ich weiß etwas, das super laut ist. Das Brüllen einer Großkatze. Ja! Großkatzen haben ein besonderes Brüllen, mit dem sie andere Katzen rufen. Und das Brüllen eines Löwen ist so laut, dass man es bis zu 8 Kilometer weit hören kann. Okay, Schlafliedmaschine. Mal sehen, ob du lauter bist als das. Blaze brüllt mit Lautstärke 3. Und die Schlafliedmaschine hat Lautstärke 2. Welche Zahl ist größer? 3 oder 2? 3! Ja! Das heißt, das Brüllen von Blaze ist lauter als die Maschine. Seht mal, unsere Freunde wachen auf. Guten Morgen, alle Mann. Oh Mann! Die Schlafliedmaschine wird lauter. Sie spielt jetzt mit Lautstärke 6 und Blaze brüllt mit Lautstärke 3. Welche Zahl ist größer, 3 oder 6? 6! Die Einschlafmusik ist also lauter als das Brüllen von Blaze. Zeit für ein Nickerchen. Gute Nacht. Und jetzt schlafen die Tiere wieder ein. Wir brauchen den lautesten Brüller aller Zeiten, um unsere Freunde aufzuwecken. Brüllt mit mir zusammen, super laut. Brüllt. Wow! Jetzt brüllt Blaze mit Lautstärke 10. Und die Schlafliedmaschine steht auf 6. Welche Zahl ist größer? 10 oder 6? 10, ja! Das heißt, Blaze ist lauter! Ja! Ich hatte einen ganz seltsamen Traum! Freut mich, dass ihr alle wieder wach seid! Danke, Blaze! Du hast uns vor der Schlafliedmaschine gerettet! Tja, ich hoffe, ihr habt euch gut ausgeruht. Denn wir brauchen jetzt unsere ganze Energie, wenn wir Crusher noch einholen und das Rennen gewinnen wollen. Okay! Ja. Los, Freunde! Folgt mir! Damit meine Tierfreunde und ich super schnell fahren können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Ich habe das Ziel erreicht. Jetzt kann mich keiner mehr einholen. Und schon gar nicht diese 5 Rentrucks, die immer mehr aufholen. Warte, was? Habe ich gewonnen? Ich kann's nicht fassen! Was für ein spannendes Finale eines fantastischen Rennens! Juhu! Ja! Juhu! Klasse gemacht, Leute! War echt ein super Rennen!
Ui, wie schön das glänzt. Das ist die legendäre Tierkrone. Die legendäre Tierkrone? Das ist die bedeutendste Krone, die es im gesamten Tierreich gibt. Wer immer die Krone trägt, wird König der Insel der Tiere. Der König der Tierinsel hier? Ich wollte schon immer König einer Insel voller Tiere sein. Hä? Du hast ja wirklich komische Träume. Naja, wir können ja hingehen und fragen, ob du ihr König sein darfst. Nein, nein, schon gut. Ich weiß, wie ich viel einfacher König werde. Ich schnapp mir einfach die Krone. Ja, ich hab sie. Und welcher dieser Knöpfe holt mir die Krone zurück ins U-Boot? Oh, oh. Nein, nein, nein! Oh, oh nein! Oh. Die Krone fliegt weg! Frostfleck! Die legendäre Tierkrone ist mitten im Meer gelandet und sie sinkt bis auf den Grund! Die Krone liegt unten auf dem Grund des Meeres. Und wenn wir nichts unternehmen, wird Crusher sie sich schnappen. Wir brauchen einen, der so schnell schwimmen kann, dass er ihm zuvorkommt. Keine Bange, Tiere. Ich schaff das. Im Ernst? Aber wie? Dazu brauche ich nur das superschnelle Schwimmvermögen vom Tierkönig der Unterwasserwelt. Ja! Um Crusher zuvorzukommen, muss ich Blaze in einen Hai verwandeln. Ja! Jetzt bin ich eine Haifisch-Monstermaschine! Toll! Das ist cool! Es kann losgehen! Wartet hier auf uns! AJ und ich bringen euch die Krone wieder zurück! Haifisch-Power! Oh nein! Blaze, sieh nur! Crushers U-Boot ist schon fast bei der Tierkrone! Wir müssen da sein, bevor er sich die Krone schnappt. Und dazu brauchen wir Haifisch-Turbo-Speed. Damit ich super schnell werde, ruft Deep Speed. Deep Speed! Hab dich! Gleich! Hände weg von der Krone! Sie gehört dir überhaupt nicht, Crusher! Ohohoho. Es ist Haifisch Blaze! Oh nein! Du wirst mich nicht daran hindern, König der Tierinsel zu werden! Die Krone gehört mir! Crushers U-Boot zieht richtig stark an der Krone. Um die Krone zu bekommen, muss ich noch stärker ziehen als das U-Boot. Sehen wir mal, wer gerade mit wie viel Kraft zieht. Aktiviere Visierblick. Blaze zieht mit einer Kraft von 8 und Crushers U-Boot zieht mit 6. Welche Zahl ist größer? 8 oder 6? 8! Blaze zieht mit mehr Kraft. Oh, Crusher. Blaze kann sogar noch kräftiger ziehen als dein U-Boot. Aber bestimmt nicht mehr lange. Seht mal, Blaze zieht jetzt mit einer Kraft von 14. Welche Zahl ist größer? 14 oder 10? 14! Ja! Jetzt zieht Blaze kräftiger. Geschafft! Ja! Wir haben die Krone! Seht mal, da ist Blaze! Ja! Gut gemacht, Blaze! Er hat uns die legendäre Tierkrone zurückgebracht! Gut gemacht, Blaze und AJ! Wir wussten, dass ihr das schafft! Und da die Krone wieder da ist, könnt ihr endlich jemanden zum König wählen. Der Monster Truck! Der ab sofort neuer König der Tierinsel sein wird, ist Blaze! Oh. Ja. Okay. Wow, ich kann's nicht fassen. Ich bin jetzt der König der Tierinsel. Blaze, sieh mal, noch ein Wegweiser zum Superhimmelsrennen.
Dann ist der Start offenbar oben auf dem Berg. Wir sind fast da. Falke, flieg! Oh oh, diese großen Eiskristalle brechen gleich auseinander. Pass auf! Ja! Oh! Oh! Blaze? Alles in Ordnung? Oh, ja, ich glaub schon. Mann, der Berg ist ja voll mit Eiskristallen. Und da bricht schon wieder einer ab. Ja! Wie sollen wir denn jetzt zum Rennen hochfliegen? Es gibt nur eine Möglichkeit, um an den Eiskristallen vorbeizukommen. Wir müssen sie zertrümmern. Mit meinen Falkenkrallen. Falken haben starke Krallen, um bei der Jagd die Beute zu greifen. Mit diesen Krallen könnte Blaze die Eiskristalle zertrümmern, bevor sie auf uns herabstürzen. Festhalten, ihr zwei! Jetzt ist Krallenzeit! Ja. Juhu! Oh, pass auf! Da stürzen wieder 4 Eiskristalle ab! Und nochmal 2! Wie viele Eiskristalle sind es jetzt insgesamt? 6! Zählt mit uns bis 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ja! Geschafft! Seht doch mal, da ist es ja! Das Super-Himmelsrennen! Seht nur, das ist Blaze! Und er sieht jetzt wie ein echter Falke aus. Hey, Blaze, fliegst du das Rennen jetzt mit? Na klar, und ob? Ja! Hast du da nicht etwas vergessen, Blaze? Du kannst gar nicht mitmachen, weil du nämlich gar nicht fliegen kannst. Oh doch, das kann ich, Thunderwing. Weil ich nämlich ein Falke bin. Tja, das wollen wir doch erst mal sehen. Okay, Rennflieger. Auf die Plätze. Fertig. Fliegt! Oh, ja! Wow! Gut geflogen, Mann! Du hast es echt drauf! Ich hab's doch gewusst. Mich kann keiner besiegen. Denn ich bin Thunder. Blaze ist jetzt vor mir? Oh nein, nein, nein. Ich darf ihn nicht gewinnen lassen. Überholt. Und seht mal, er ist auch schon fast im Ziel. Kommt mit, wir können ihn noch schlagen. Ich muss einfach nur super schnell fliegen mit Turbo Speed. Jaha! Damit ich super schnell werde, ruft Deep Speed. Deep Speed! Oh ja! Yeah! Wir haben gewonnen! Falke Blaze hat es geschafft! Er gewinnt das Superhimmelsrennen! Ja, Blaze! Gut gemacht! Ja! Wahoo! Du warst echt ja! super! Ich danke euch allen! Hey, du! Da kommt Thunderwing! Ich hab dir was zu sagen, Blaze! Gratulation! Du bist wirklich ein grandioser Flieger. Danke, Thunderwing. Hey, Freunde, wir fliegen noch eine Runde. Wollt ihr mitkommen? Klar! Ja! Wir sind gleich bei euch. Sehr schön! Hey, wartet auf mich! Trucks, auf die Plätze!
fertig? Los geht's, los geht's, gib Gummi, los, gib Gummi, los geht's, los geht's, los geht's. Wir geben Gas, ab geht die Fahrt, wir werden schnell. Gib Gummi, los, gib Gummi, los geht's, los geht's, los geht's, gib Gummi, los geht's. Ja! Ja! Klasse Rennen, Crusher! Hey, seht mal, vor uns sind mehrere Teams. Schneller, wir müssen sie einholen. Oh, eine Abkürzung. Dadurch schaffe ich es ganz locker an die Spitze des Rennens. Augenblick mal, eine Abkürzung nehmen ist schummeln. Und Blaze sagt, wir dürfen nicht schummeln. Ach, er wird's nicht erfahren. Ich schummle ja nur einmal. Ich nehm die Abkürzung. Ich nehm die Abkürzung. Hä? Oh, oh, ich komm nicht weiter. Ich steck fest. Hey, das hört sich ganz nach Crusher an. Blaze! Oh nein! Crusher wollte schummeln und jetzt steckt er fest. Holt mich hier wieder raus. Keine Sorge, Crusher. Wir ziehen dich da raus. Oh je, es klappt nicht. Ich muss wohl für immer und ewig hier stecken bleiben. Oh Mann, Crusher steckt wirklich fest. Um ihn da rauszuziehen, brauchen wir eine Maschine mit super Zugkraft. Oh ja! Ich bin eine Abschleppwagen-Monstermaschine! Und los geht's! Dann ziehen wir ihn mal raus. Es funktioniert! Hä? Was kann das wohl sein? Ach so, es sind nur ein paar Grizzlybären. Ein paar Grizzlybären? Blaze, beeil dich! Abschleppwagen! Tut mir leid, Bären. Jetzt erwischt ihr mich doch nicht mehr. Falsch gedacht. Los, schnell weg hier. Crusher, sieh mal. Du hast die Bananen runtergeschüttelt und ein paar Bären rutschen jetzt auf den zermatschten Bananen aus. Ha! Hab ich echt gut gemacht! Ich werd nicht schummeln, ich werd nicht schummeln. Ja! Sie überholen das gelbe Team! Ich werd nicht schummeln, ich werd nicht schummeln. Und auch das blaue Team! Ich werd nicht schummeln, ich werd nicht schummeln. Und jetzt das grüne Team! Jetzt müssen sie nur noch ein Team überholen. Aber das lila Team ist schon fast am Ziel. Komm schon, Crusher, du schaffst das! Ich werd nicht schummeln, ich werd nicht schummeln! Sie haben's geschafft! Blaze und Crusher haben das Team-Truck-Rennen gewonnen! Wahnsinn! Klasse! Ich werd nicht schummeln, ich werd nicht schummeln! Das Rennen ist vorbei, Crusher! Wir haben gewonnen! Ich werd nicht... Moment, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Ja! Juhu! Herzlichen Glückwunsch, Partner! Wir wussten, du schaffst es, Crusher! Und das Beste daran, du hast es ohne Schummeln geschafft! Ein Hoch auf mich! Ja! Wow, diese Insel ist der Hammer! Aber wie heißt sie eigentlich? Das ist die Insel der Tiere! Das ist die Insel der Tiere! Hey, hat ihr
ihr mich schon erkannt? Ja, ich bin Bank der Elefant. Ich kann so coole Sachen, wie euch bitte nass zu machen. Ben der Gorilla heiße ich und ich stemm jedes Schwergewicht. Ich falke und ich flieg so gern wie ein Blitz von Nana Fan. Die Party hier geht grad erst los. Kommt alle mit, das ist ein Muss. Voll der Hit hier. Nichts ist nasser als Wasser. Hey Affe, lass es krachen. Mit dem Greifschwanz pack ich locker jeden Ast. Hey Nason, was kannst du machen? Mit meinem Horn, da ramm ich wirklich jede Last. Wie ist dein Stil, Krokodil? Ja, mein Kiefer haut auch harte Bisse nur klein. Los Fröschlein, spring ins Ziel. Ich spring in das Ziel als Erster hinein. Los, mach Spitz hier. Voll der Hit hier. Fleck. Irgendwer klaut den Tieren ihre Fähigkeiten. Aber wer würde denn so etwas bloß tun? Das finden wir mit meinem Helmvisier gleich raus. Oh oh, das ist Lizard. Er hat unsere Fähigkeiten gestohlen. Jetzt bin ich so stark wie ein Nashorn und wie ein Affe und wie ein Krokodil. Jetzt bin ich so stark wie alle Tiere. Oh nein! Lizard hat unsere Fähigkeiten? Was sollen wir jetzt tun? Keine Sorge, ihr Tiere. Wir holen euch eure Fähigkeiten wieder zurück. Wow! Ja, ihr könnt euch auf uns verlassen. Los geht's. Fahren wir so schnell wie möglich zu diesem Baumhaus. Pass auf, Blaze! Oh Mann! Wir waren so nah dran, unsere Tierfähigkeiten zurückzuholen. Wir müssen uns doch irgendwie aus diesen Klapperschnappern befreien können. Nur ein Tier hat die Fähigkeit, sich aus so einer Falle zu befreien. Ein Löwe! Genau. Löwen haben einziehbare Krallen in ihren Pfoten. Wann immer sie wollen, können sie sie ausfahren und sie dann zum Klettern oder Jagen benutzen. Und zum Aufschneiden dieser Fallen wären sie ebenfalls ideal. Oh ja! Ich bin eine Löwen-Monstermaschine! Jetzt du, Stripes! Wuhu! Ich bin Super-Tiger-Stripes! Bereit, Super-Tiger-Stripes? Bereit! Dann zeigen wir diesen Typen jetzt, was Tiger und Löwen so alles drauf haben. Los geht's! Oh nein! Steht nicht so herum, ihr zwei! Werft noch mehr Klapperschnapper! Ja! Ja! Zeit, dass wir den Tieren endlich ihre Fähigkeiten wieder zurückbringen. Ah, ich kann fliegen. Mein Rüssel. Er funktioniert wieder. Wie schön, endlich wieder stark zu sein! Unsere Fähigkeiten sind zurück! Ja. Abstoß, Ben! Er passt zu Nelson! Ach nein! Durchschneidet Flügelschlag schneller! Und sie passt zu Blaze! Er dribbelt und passt zu Starlight! Starlight Hux! Gib zu mir! Oh! Der Ball macht sich selbstständig! Ich hol ihn! Komm zu Papa! Nein, ich! Oh nein! Aber ohne diesen Ball können wir nicht mehr weiterspielen. Oh.
Wartet mal, da! Das ist Tooks! Sie will den Ball zurückholen! Wuhu! Ich hab ihn! Oh, oh nein! Steinschlag! Oh. 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 Oh, das war knapp! So schnell zurück, die anderen warten schon. Ah, hey, meine Schwanzfedern sind unter dem Stein eingeklemmt. Ich kann nicht fliegen. Oh nein! Tooks steckt fest. Was sollen wir nur tun, Blaze? Wir müssen ihr helfen. Genau. Tooks ist unsere Freundin. Und wenn sie in Schwierigkeiten steckt, dann müssen wir sie retten. Yeah! Yeeha! Alle mir nach, Team. Wir retten jetzt Tooks. So ist es. Oh, echt seltsam. Ich habe noch nie Blumen gesehen, die so aussehen. Oder die sich bewegen können. Oder die solche Blasen machen. Wenn wir diese Blase nur zum Platzen bringen könnten. Hey, ich kenne ein Tier, das das schaffen kann. Und zwar ein Nashorn. Ja, Nashörner haben zur Verteidigung spitze Hörner. Sie bestehen aus Keratin, was sie richtig stark macht. Mit so einem Horn könnte Blaze diese Blasen zum Platzen bringen. Sehr schön. Ich bin eine Nashorn-Monstermaschine. Wie cool. Jetzt geht's los. Nashornstoß. Geschafft. Gute Arbeit, Nashorn Blaze. Los, mir nach, Leute. Zeigen wir diesen Blaseblumen, was ein Nashorn so alles kann. Pass auf, Blaze. Die Blumen machen neue Blasen. Wie viele Blasen haben sie gemacht? 3, hier. Helft mir, die 3 Blasen mit meinem Horn zerplatzen zu lassen. Zählen wir bis 3. 1, 2, 3! Geschafft! Da ist Tooks! Hier bin ich! Tooks, pass auf! Da fallen schon wieder Steine runter! Oh nein! Tooks ist in großer Gefahr! Wir müssen darüber und sie retten, und zwar super schnell! Um mir Turbo-Speed zu geben, ruft Gib Speed! Gib Speed! Nashornstoß! Ja! Wuhu! Tooks! Ja! Ihr habt mich gerettet! Wir sind nur froh, dass dir nichts passiert ist, Tooks. Danke, Blaze. Ihr seid die besten Freunde, die sich ein Toucan wie ich nur wünschen kann. Hey Leute, jetzt wo das Team wieder vollständig ist, was haltet ihr von einer lustigen Runde? Dschungelball! Nelson ist am Ball. Oho, hier drüben! Der passt zu Ben. Oh, was? Aber Blaze ist zur Stelle. Ja. Ab an Star. Ja. Starlord Darrington! Yeah. Er passt zu Tooks! Und sie zurück zu Blaze! Er nähert sich dem Strafraum! Aber zwischen ihm und dem Tor wartet noch... Bang, der Elefant! Vergiss es! Bist du bereit, Tooks? Na klar, verlass dich drauf! Gut gemacht, Tooks! Wow! Guck mal, wie winzig wir sind! Ich bin eine superstarke Ameise! Ja. Grashüpfer-Sack? Hüpfo! Ja. Kommt alle mit! Da wir jetzt winzig klein sind, können wir nachsehen, was sich hinter der Tür verbirgt. Wow! Das ist ja eine Insektenstadt! Thank you.
Das sind aber viele Insekten. Hallo, ihr! Willkommen in unserer Stadt. Danke. Seht mal, der blaue Käfer lenkt den Verkehr. Und der Schmetterling liefert die Post aus. Auf zum nächsten Haus. Gucci, 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 Gu. Gucci, Gucci, Gu. Was machen denn diese Glühwürmchen da? Hallo, Glühwürmchen. Oh, hallo ihr. Ein herrlicher Tag, um mit unserem Ei spazieren zu gehen. Habt ihr schon jemals ein so niedliches Ei gesehen? Noch nie. Hui, das kleine Glühwürmchen-Ei leuchtet sogar. Ihr könnt es kaum erwarten, dass unser Baby endlich schlüpft. Ja, Gucci, Gucci, Gucci. Oh. Echt stürmisch heute. Oh nein. Unser Ei. Keine Sorge, Glühwürmchen. Wir holen das Ei zurück. Seht mal, da rollt es. Wir kommen ein. Hier drin sind aber viele Bienen. Das muss eine Honigfabrik sein. Seht nur, das Ei ist da drüben. Oh nein, das Ei ist im Honig gelandet. Und es schwimmt auf ihm davon. Wir müssen dem Ei folgen. Ach, Rostfleck. Die Rutsche teilt sich in zwei Richtungen auf. Und wir wissen nicht, in welche Richtung das Ei ist. Das kann ich euch sagen. Es ist auf der Rutsche mit den Zickzackkurven und einem Looping und einem Höcker. Seht genau hin. Welche Rutsche hat Zickzackkurven, ein Looping und einen Höcker? Die blaue Rutsche. Richtig. Sieht das Ei. Oh, es ist in einer großen Maschine gelandet. Oh, oh, das ist eine Honigpressmaschine. Eine Honigpressmaschine? Oh nein, das Ei. Ameise Blaze, kommt und rettet dich. Die Honigpressmaschine aufhalten! Super Ameisenkraft! Jaha! Wir haben's geschafft! Hurra! Juhu! Gut gemacht, Blaze! Das Glühwürmchen-Ei ist jetzt in Sicherheit. Das ist ja lustig! Das Ei knackst! Das Ei hat einen Knacks. Wir müssen das Ei sofort seinen Eltern zurückbringen. Super schnell mit Turbo Speed. Damit wir super schnell fahren können, ruft Gib Speed. Gib Speed. Sie sind wieder da. Sie bringen unser Ei zurück. Gerade noch rechtzeitig. Seht ihr? Unser Ei, es schlüpft aus. Oh. Mama. Papa. Oh. Wie süß. Unser kleines Baby. Wir sind so glücklich, dass du endlich da bist. Zack, AJ, Blaze, vielen Dank für eure Hilfe. Hat unseren Namen gesagt. Oh, wir lieben dich, kleines Glühwürmchen. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Joe, bist du das? Ich weiß nicht, Gas, ich kann nicht sehen. Oh. Verflixt nochmal! Ich sehe nichts mehr! Ich kann auch nichts mehr sehen! Viel zu dunkel! Oh Mann!
irgendeinem unerfindlichen Grund liegt die Rennstrecke plötzlich vollkommen im Dunkeln. Und keiner der Rennteilnehmer sieht mehr, wohin er fährt. Ist euch was passiert? Nein, ich glaube, uns fehlt nichts. Wieso ist es plötzlich so dunkel geworden? Jemand hat wohl das Flutlicht ausgeschaltet. Yippie! Hey, seht mal da. Wuhu! Ein hüpfendes Känguru-Mädchen. Hier ein Licht, da ein Licht. Ich schnapp mir überall das Licht. Ja! Rostfleck, das Känguru-Mädchen klaut alle Glühbirnen. Sie ist eine Lichtdiebin. Hey! Um jemanden bei Dunkelheit zu fangen, brauchen wir natürlich Licht. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Das ist deine brandneue Speedbeleuchtung. Wahnsinn! Mit so viel Licht kann man auch im Dunkeln sehen. Jaha! Jetzt bin ich ein Lichtertruck. Genial! Los, schnappen wir uns die Diebin und bringen alle Glühbirnen wieder zurück. Ein Rummelplatz! Karussells, Wurfspiele und ein Riesenrad. So viele Glühbirnen, die ich klauen kann! Wie zum Beispiel Hui und alle anderen auch. Sieh mal, da ist sie. Okay, Lichtdiebin, gib uns unsere Glühbirnen zurück. Oh, oh, ich kann sie nicht zurückgeben. Schnell weg hier. Folge dem Känguru. Rostfleck. Ich weiß nicht, wohin die Lichtdiebin gehüpft ist. Der Rummelplatz ist so groß. Wie sollen wir sie da finden? Ich glaube, dabei können wir euch helfen. Unsere Freunde. Und alle mit Speedbeleuchtung. Yeeha! Wow! So ist es. Gabby hat uns Licht eingebaut. Jetzt können wir gemeinsam versuchen, die Lichtdiebin zu fangen. Ich glaube, die Lichtdiebin hat sich hier irgendwo versteckt. Energiezufuhr erhöht. Wo versteckt sich die Lichtdiebin jetzt? Zwischen den Stofftieren! Wow! Die Lichtdiebin entkommt schon wieder! Nein, diesmal nicht! Wir haben die Lichtdiebin erwischt! Klasse! Wir haben sie! Okay, Lichtdiebin. Wird Zeit, dass du uns die Glühbirnen zurückgibst. Nein, ich kann sie euch nicht zurückgeben. Ich brauche sie doch. Aber wieso? Wozu brauchst du denn so viele Glühbirnen? Weil es so dunkel ist. Ohne Licht. Und ich habe solche Angst im Dunkeln. Ach so, du hast Angst im Dunkeln. Kein Wunder, dass sie so viele Glühbirnen geklaut hat. Hey, keine Sorge, ist nicht schlimm, wenn man Angst im Dunkeln hat. Ja, jeder hat doch manchmal Angst. Aber du brauchst doch wohl nicht alle Glühbirnen, damit du dich besser fühlst. Manchmal reicht auch schon ein bisschen Licht völlig aus. Wow, seht doch nur, eine kleine Lampe nur für mich. Und? Wie fühlst du dich jetzt? Ich glaube, ich habe gar keine Angst mehr. Oh, ja! Jetzt kann ich gut sehen und fürchte mich nicht. Ein kleines Lämpchen reicht, es gibt genug Licht. Ja! Ja! Okay, fahren wir zurück zu Darringtons Party mit seiner großen, leckeren Torte. Oh nein, die Torte fliegt weg. Halt, Torte! Ich will dich essen! Komm zurück! Torte! Rostfleck! Crusher will die Torte für sich haben! Aber sie ist doch für Darringtons Geburtstag! Los, komm, AJ! Wir müssen schneller bei der Torte sein als Crusher! Folge der Torte! Hey, sieh mal! Da kommt ja schon wieder Blaze! Was? Mann! Er steht wohl wirklich so richtig absolut auf Torte. Oh nein, 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 nein. Blaze darf diese Torte einfach nicht bekommen, Picky. Hey,
Ich hab es. Ich baue etwas, um ihn aufzuhalten. Eine super rutschige Eismaschine. Blaze kriegt mich nie, wenn überall super rutschiges Eis ist. So ein Pech, Blaze. Tja, beim Rennen um die Torte bist du wohl offenbar voll ausgerutscht. Eiskalt erwischt. Oh nein, dieses Eis ist super rutschig. Wir kommen hier überhaupt nicht weg. Um voranzukommen, brauchen wir jetzt Bewegungsenergie. Ich hab's. Wir brauchen jemanden mit Bewegungsenergie, der uns hier anrempeln kann. Genau. Dann überträgt sich dessen Energie auf uns und wir gleiten übers Eis. Hm, aber wer könnte uns anrempeln, damit das funktioniert? Oh, Dickhorn! Zeit zum Rempeln! Wir brauchen alle Bewegungsenergie, die du hast. Diesmal klappt's. Jetzt bekomme ich endlich diese große, super leckere. Wir haben sie! Wir haben die Torte gerettet. Aber ich wollte diese Torte doch essen. Aber die Torte ist doch nicht für mich. Sie ist für Darringtons Geburtstag. Ja, das ist seine Geburtstagstorte. Seine Geburtstagstorte? Oh, pft, das wusste ich nicht. Tut mir echt leid. Ist schon okay, Crusher. Nicht einmal ich würde einem anderen die Geburtstagstorte wegessen. Obwohl, gewollt hätte ich das eigentlich schon ganz gern. Hey, Crusher, vielleicht hast du ja jetzt endlich Zeit für den Brief. Meinetwegen. Vicky, das ist eine Einladung. Eine Einladung zu Darringtons Geburtstagsparty. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was denn? Es bedeutet, wir fahren zu einer Party und essen da die Torte. Wir fahren zu einer Party und essen da die Torte. Leute, es gibt da nur ein Problem. Darringtons Party fängt gleich an. Oh, wie, was, jetzt schon? Oh nein, wie sollen wir denn die Torte da noch rechtzeitig hinkriegen? Ach, keine Sorge. Wir benutzen einfach unseren Turbo Speed. Damit wir Turbo Speed bekommen und super schnell Darringtons Party erreichen können, ruft Gib Speed! Gib Speed! Da. Und er hat meine Torte! Super! Yeah! Gerade noch im richtigen Moment. Seht mal, die Partygäste sind schon alle da. Happy Birthday, Darrington! Yeah! Kommt nur rein, Freunde. Jetzt ist Partyzeit! Alter, das ist mega cool hier. Upsi. So lecker. Blaze, dank dir ist das der beste Geburtstag aller Zeiten. Gern geschehen, Darrington. Happy Birthday.